Steven Rupprich ist bei uns und wir steigen natürlich mit der Frage ein. Steven, der Sieg am Wochenende, wie wichtig war das für euch, für den Kopf, für die Moral, dass ihr wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt seid? Ja, sicherlich für das Mentale in der Mannschaft war das eine ganz wichtige Nummer, dass wir einfach uns selber bewiesen haben, was wir drauf haben, dass wir auch die Ergebnisse liefern können, dass wir Tore schießen können. Da sind wir vorher schon ganz schön verzweifelt. Wir haben gute Spiele vorher gemacht, da haben aber die Ergebnisse einfach nicht hinbekommen. Deswegen ist das für die Köpfe einfach sehr wertvoll. Du selber hast es auch mehrfach erwähnt, dass du wirklich tatsächlich ein bisschen verzweifelt bist, weil du einfach kein Durchkommen gefunden hast. Hast du sowas vorher schon mal erlebt in der Form, dass einfach ja, man auf der Stelle getreten ist? Ja, ich spiele schon eine ganze Weile Profi-Eishockey und da kommt es leider jede Saison immer und immer wieder, dass man einfach gerade als Stürmer, dass man 10 Schüsse im Spiel hat und einfach das Ding nicht reingeht. Aber das sind so, wo man mit Erfahrungen eben auch an die Jüngeren weitergeben kann, dass man einfach mit Selbstvertrauen, dass man an sich glauben muss. Ich meine, der Schuss, der wird ja nicht schlechter. Also man verlernt ja nichts. Das ist einfach eine mentale Sache, wo man einfach mit harter Arbeit, dann muss man die einfachen Dinge wieder machen, bis die etwas schwierigen Dinge wieder besser funktionieren. Jetzt geht es am Wochenende mit Frankfurt und SC Rissasee gegen zwei Teams, die wirklich auch viel Qualität mit aufs Eis bringen. Wie siehst du die Aufeinandertreffen mit den beiden Mannschaften? Ich glaube, dass beide sind natürlich ganz starke Mannschaften, wenn man auf den Zettel guckt und wenn man auch die Ergebnisse sieht in der Vergangenheit, haben wir aber gegen die sehr gute Spiele gemacht schon in der Saison, wo wir, glaube ich, uns nicht verstecken müssen. Wir können da mit viel Selbstvertrauen da an die Sache rangehen. Aber es bleibt beim Gleichen, wir müssen die Ergebnisse liefern. Gute Spiele, die ist okay, wenn man gut spielt, aber wir brauchen einfach die Punkte jetzt momentan. Gutes Stichwort, dann wünschen wir viel Erfolg fürs Wochenende und drücken die Daumen. Danke.